Servus, der Marc vom PC Stubin ist hier, bei mir sitzt die Helena und ihr Freund aus dem Schwarzwald. So, willkommen. Wo genau her seid ihr da? In Freiburg. Ja. Kenne ich, Freund von mir ist da. Wohnt in Freiburg. Cool, ja, schöne Gegend. Ja. Ist schön. Und wie lange seid ihr jetzt in Wien? Was für morgen. Okay, also ein Kurztrip ja. Zu mir. Ja. Bis Lake Eis. Ja. Na gut, euch geht's gut, ihr habt jetzt Zeit und ihr habt das gekönnt. Schön, freut mich. Ich erkläre dir mal ganz kurz im Video schnell, was wir jetzt gut machen. Das kennen die Leute wahrscheinlich eh, aber auch aus meinem Video. Also wir stechen Snake Eyes Kissing von links nach rechts oder rechts nach links, letztlich egal. Ich mache den Schmuck da rein und das war's. Es ist für die Zunge eine Irritation, weil es natürlich klar irgendwo am Anfang jetzt noch was Neues ist. Zungenpiercing hast du nie gehabt, oder? Nicht gut. Lass dich mal drin, du wuselst mir gerade ganz nervös damit rum, weil dieser betäubt, also lass dich mal ganz lieber entspannt im Mund liegen, bevor du noch aus Versehen drauf beißt. Nach dem Stechen ist es ganz kurz komisch, weil die Zunge natürlich A betäubt ist und B das Piercing drin ist. In 20 Minuten ist die Betäubung weg, dann kannst du dich wieder viel besser natürlich hier bewegen und in den nächsten paar Tagen lernst du wieder ganz normal damit auch zu reden und alles. Also man kriegt auch keine Sprachfehler oder was. Okay? Halt die Hand gut fest, ich steche das jetzt mal durch. Angezündet haben wir es, vorbereitet auch. Und wir nehmen es ohne Glitzersteinchen, ne? Weil alles so, wie wir es besprochen haben, passt. So. In Deutschland musst du dir das irgendwann mal wechseln. Entweder machst du es selber oder du gehst irgendwo in ein Studio vorbei. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es bei euch da was Sinnvolles gibt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht machst du es sonst auch selbst. Du hast dein Piercings am Ohr, also ich traue dir schon zu, dass du das hinkriegst. Wenn wir so Industrial und Co., was du alles da drin hast, glaube ich schon, dass du auch ein Snake Eyes wechseln könntest. Ja. Den längeren Stab empfehle ich dir fast dann schon mitzunehmen bei uns, dass du den einfach hast, dass wir das richtige Material haben, die Titan, und dass man einfach passt. Weil wenn die Leute jetzt, sag ich mal, dann einen chirurgischen Schmuck reinkriegen oder irgendeinen Blödsinn, dann haben wir echt ein Problem. Also, deswegen nimmst du es viel. Das ist gut. Sie wollen es haben, oder? Ja. Sechsmal hergekommen soweit. Wir können doch nicht die Punkte lassen. Nee, ich muss schon mal. Elena, ganz locker, schau, es ist so. Du musst mir jetzt vertrauen. Und ich stelle mich immer so an. Also alles gut. Alles gut. Aber nur ein bisschen wichtig für dich selber jetzt. Ich brauche dich in Anführungszeichen so ja. Ruhig wie möglich, wenn es nur diese paar Sekunden sind. Wir schaffen das. Versprochen. Zunge rausstrecken. Schau mir gar nicht hin, das funktioniert nicht. Erstens fängst du das Schielen an und zweitens wackelst du mir nur. Haben wir nicht gerade gesagt, dass du nicht hinschauen wolltest? Das ist wie in der Autobahn, ne? Dann guck mal, wenn es irgendwie neben dir gekracht hat. Helena? Ja. Locker. Keine Angst, vertrau mir. Wir stechen das schon. Ich bin schon fast fertig. Und hab schon durch. Super, bleib mir so, bitte keine Akrobatik mit deiner Zunge. Das ist schon lustig, ne? Ja. Das macht Spaß mit dir, ne? Das ist jedes Mal lustig, wenn du stehst. Ja. Das hat vor drei Stück hast du Käse. Ja, ich hör auf. Jetzt kommt nichts mehr Neues. Naja, das darf man nicht so ernst nehmen. Schau, wie brav es jetzt sein kann, ne? Ja. Du könntest das Spiel auch hier dran, wenn du später möchtest, so eine kleine Kette machen und so und dann Gewicht dran, dann kannst du so, weißt du, das ist ja. Auch ruhiger. Also, wenn du gut lachen tut sie noch. Aber sind wir gemein zu dir, gell? So, mach die Zunge rein, alles fertig. Na? Das Lachen ist dir nicht. Du bist ein Vogel, nicht? So. Super cool geworden, oder? Mhm. Au. Ist ja auch mal traurig. Ja, kommt auch. Aber es ist generell gut, wenn man eher eine Vogel dazu hat, ehrlich. Die Leute sind voll immer, ich habe auch Kunden hier, die sind wirklich, die können ja nichts dafür, die sind immer voll Depri. Also ich habe 10 Piercings schon jedes Mal. Wo du denkst, keiner mehr gestorben. Und dann gibt es Leute, die sind einfach eher motiviert. So, Helena, wie gefällt es dir? Also, ich erkläre diese Tendenz, dass du nach unten schaust, liegt bei dir in der Zungenneigung von der Dominanz der Muskeln. Ich finde es super schön. Ich mit mal verteilen. Ja, so. So, fertig?
Und mir taugt es voll, das steht ja echt gut, ist auch super schön geworden. Zunge funktioniert noch, ja, du bist schon richtig übermütig, habe ich das Gefühl. Ja, ja, jetzt, genau. Also es ist so schlimm, dass es nicht losgeht. Ein gutes Zeichen, wenn jemand so gut schon klarkommt, auch mit Betäubung. Weil viele Leute haben, wenn du meine Videos kennst, diesen Totalaussetzer, wo du merkst, nach dem Stechen so richtig, da geht gar nichts mehr, die wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Bei dir geht das eigentlich schon echt verdammt gut, zumal es betäubt ist. Wenn du vom Spiegel das natürlich übst, wird die Motorik umso schneller wieder funktionieren. Aber bitte jetzt heute ein bisschen schonen, weil das natürlich jetzt frisch gestochen ist und der Muskel muss erst lernen, damit klar zu sein kommen. Am Anfang fühlt sich das oft so an, dann schaut sich deine Zunge rein jetzt. Das ist die Zunge brav rein, so. Wenn sie nicht funktionieren muss, dann ab und zu, also hast du die Freigabe, ja? Das ist ab und zu leichte Schläge am Hinterkopf für das Denkvermögen. Nein, Spaß beiseite. Versuch dich jetzt zusammenzureißen. Ich weiß, es ist voll verlockend, man will da probieren, aber mach's nicht, weil das jetzt wirklich die ersten Stunden für den Muskel ganz wichtig sind, dass er das schonen kann. Wenn du gerade Fuß verknackst oder das, dann schont man das Ganze. Ja? Also das ist eine wichtige Hausaufgabe. Ein Gefühl, dass das so ein bisschen wie verbrennt sich anfühlt, wie man die Zungenspitze im Kaffee verbrennt, das liegt an Trigeminusnerv, also an den äußeren Geschmacksknospen. Die fühlen sich jetzt ein bisschen irritiert an. Das hört aber wieder auf, in ein paar Tagen ist es wieder weg. Also wieder bei der Suppe, die Zunge verbrennt, ist genauso nach ein paar Tagen, ist das wieder normal und genauso auch hier. Also es ist gar nichts Schlimmes. Man kann nicht den Geschmack verlieren, da der Blödsinn. Ganz wichtig ist mir zu sagen. So, verboten eigentlich nur Frischmilchprodukte, die nicht pasteurisiert sind, aber alles, was du im Hotel oder jetzt in der Raststätte kriegst oder beim Supermarkt, ist alles pasteurisiert. Das kannst du also alles essen, trinken. Zähne bitte gründlich putzen. Nach dem Zähneputzen bitte mit der Mundspülung ausspülen. Da ist ein Nestbecher drin. 10 ml Mundspülung von Pantolin empfehle ich, eine Minute lang zu spülen. Schau auf die Uhr, eine Minute ist oft länger als man denkt. Spül aus, spuck aus, fertig. Das Mundspray bitte nach allem, was du rauchst, ins Küssen und isst reinspülen. Ja? Den dann sie da schon dabei haben. Rauchst du? Nee, gell? Küssen bitte jetzt die ersten Tage nicht groß probieren, weil, also ihr könnt natürlich, aber generell ist es so, bis man mal gelernt hat, wie was alles funktioniert, ist immer besser, mal eine Pause. Und das einfach auch Bakterien natürlich schonst dich, dass du nicht jetzt noch fremde Bakterien im Mund reinkriegst. Essen, trinken, alles erlaubt. Auch Alkohol, es sind auch Milchprodukte, die normalen Pastos sind, alles kein Problem. Manche Kunden, also Snake Eis kann man recht gut damit essen. Das heißt, ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwie, dass du Babybrei brauchst. Also meistens kann man recht normale Sachen kaufen. Mhm. Wechseln, wenn du in Wien bist, 3 Wochen normalerweise, 2 bis 3 Wochen wechsle ich meine Kunden aus. Wenn du sagst, okay, ich im Schwarzwald, Wien ist ja immer eine Reise wert, fahrt dann immer her. Wenn nicht, dann nimm dir den Schmuck auf jeden Fall mit. Entweder selber machen oder halt in das Studio gehen. Einfach durchschieben, zudrehen, fertig. Also wie gesagt, bei den anderen Business, wenn du die auch hinkriegst, dann schaffst du das immer schon. Gut. Hast du Fragen? Ich glaube nicht. Gut. Gut. Dann wünsche ich dir viel Freude mit Piercing. Danke. Damit macht dir schon Spaß ein bisschen. Ja. Sehr schön. Super. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen, danke dir fürs Schenken lassen und gute Reise nach Hause. Tschüss, Papa. So.